willkommen, verehrte Freunde, zu Layers of Fear. Endlich geht es hier weiter, denn die Vollversion ist erschienen. Life is Strange ist da fertig. Layers of Fear wird unser neues Hauptprojekt. Es ist so, ich habe jetzt schon ein gutes Weilchen gespielt. Ich musste nämlich von vorne anfangen. Ach, die Musik ist so schön. Ja, ich musste von vorne anfangen, weil die alten Spielstände mit der Vollversion jetzt nicht mehr kompatibel sind. Es hat sich laut den Entwicklern auch einiges getan. Es gab ein paar Änderungen. Ich habe es vorsichtshalber alles aufgenommen, falls die Änderungen so gravierend sind, dass ich euch das zeigen möchte. Ich werde jetzt eben mal kurz was einspielen. So, also Freunde, das ist jetzt noch kurz nachsynchronisiert. Wie gesagt, ich musste ja nachspielen. Laut den Entwicklern hat sich so einiges verändert. Ich fand jetzt in den ersten zwei Kapiteln war dies noch nicht so der Fall. Es gab ein paar Kleinigkeiten. Ich habe das vorsichtshalber alles aufgenommen, wie ihr seht. Ich werde auch noch ein bisschen was in den vorigen zwei Kapiteln zeigen. Kleinigkeiten, die es jetzt aber nicht gelohnt hätten, dass ich das jetzt komplett aufnehme und als Let's Play nochmal hochlade. Ja, also wir sind genauer gesagt schon im vierten Kapitel. Die ersten drei waren relativ identisch. Zum einen haben wir das hier. Das ist so immer ein paar Wortfetzen. Ich hasse selbst jetzt hoffnungslos, du wirst immer groteskes Missverständnis beende ist. In jedem Kapitel stehen da andere Sätze. Ich bin mir noch nicht sicher, was das Ganze zu bedeuten hat. Bis auf das beende ist und Hass und so, ändert sich da ständig was oder stehen halt andere Wortfetzen drin. Ich nehme an, dass das am Schluss ein wichtiger Brief wird. So, ansonsten kleine Neuerungen gibt es auch hier auf dem Tisch. Das ist dieses Buch hier, das ist so eine Art Fotoalbum. Beziehungsweise da steckt der Kerl alles rein, was wir so gefunden haben. Und da gibt es doch jede Menge. Dadurch, dass ich jetzt die ersten drei Kapitel ein bisschen schneller gespielt habe, weil ich natürlich wieder an die Stelle will, wo wir das Let's Play aufgehört haben, kann es sein, dass mir der ein oder andere Brief vielleicht durch die Lappen gegangen ist. Aber gut, es soll daran ja jetzt nicht scheitern. Ich habe außerdem gesehen, dass es jetzt auch Erfolge gibt. Aber genauer habe ich mir die Erfolge auch nicht angeschaut, also die Trophäen, weil es mich nicht interessiert. So, ansonsten hat sich hier nicht viel verändert. Auch das, was er da in seinen Schränken sammelt, so das Kapitelende, das ist immer noch das gleiche Zeug. Und ja, wie gesagt, ab jetzt habe ich jedoch den Eindruck gehabt, dass es da ständig ein paar Veränderungen gibt. Und die machen es jetzt doch lohnenswert, dass wir ab hier das Let's Play beginnen. Noch ist es ein bisschen nachsynchronisiert. Ich möchte euch gerade noch ein paar Szenen zeigen, die ich eben noch alleine aufgenommen habe. Und ab dann geht's los. So, ich kann... Ja, wunderschön. Schöner Effekt, also... allein das haben sie... Und die Soundkulisse haben sie deutlich aufgebohrt, finde ich. Sie haben deutlich schickere Soundkulisse eingebaut. Die war ja vorher schon gut. Ja, der Teddybär. Wäre jetzt natürlich fail, wenn ich das schon mal gehabt habe, aber vergessen habe, aber ich glaube es nicht. Wir sind also wieder in diesem Kinderkapitel. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Ja, es wird ein bisschen mehr Bezug auf, jetzt auf das Kind genommen. Das finde ich sehr interessant. Also nicht nur Bezug auf das Kind, sondern auch wie der Vater mit dem Kind umgegangen ist. Das war ja bisher überhaupt nicht das Thema. Jetzt jedoch ist es das. So, wir switchen jetzt zu dieser Stelle. Die kam mir auch ein bisschen neu vor. Also das mit den Zeichnungen wusste ich ja noch. Alles gut soweit. So. Dachte mir nichts dabei, kennt man ja. Aber was nun? Okay, dass die Türen verschwinden, ist ja mittlerweile auch ein relativ bekanntes Stilmittel von Layers of Fear. Probier mal die restlichen aus. Yo.
glaube, das haben wir in unserem Let's Play auch schon gesehen, aber dann war Schluss. Sehr gut gemacht, oder? Also ich kann das nur feiern. Das war creepy. Und da liegt jetzt auch ein neuer Brief. No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. You're better than this. Now sit down and this time, let's make it perfect. Ja, also als Vater eine richtige Niete, halten wir das mal fest. Ist ja richtig grauenvoll, wie der mit dem Kind umgeht. So, nochmal ein Szenenwechsel aus einem früheren Kapitel. Keine Sorge, das hört jetzt gleich auf und wir spielen richtig weiter. Aber ich möchte euch halt alles zeigen, was wir eben nicht gesehen haben. Das hier war im zweiten Kapitel, wenn ich mich nicht irre. Schau euch das an. Wir sind auf dem Dachboden, da unten brennt ein Feuer. Da kommt wieder unsere Feuertheorie zum Einsatz, die wir ja hatten. Tja, einfach da unten ist ein Feuer. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ich wollte es euch unbedingt mal gezeigt haben. Ansonsten ist da oben nichts und wenn ich jetzt weitergehe, dann geht es auch in altbekannte Räume weiter. Also switchen wir gleich noch zu etwas, was ich auch sehr interessant fand, nämlich nicht nur unser Protagonist hier spricht manchmal. Ich habe zum Beispiel das hier gefunden. I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Ja, Freunde, und jetzt sind wir schon im letzten Abschnitt, den ich jetzt nachsynchronisieren muss. Dann geht's richtig los, weil das jetzt hier, was ich euch jetzt zeige, war dann der Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay, das Kapitel ist so anders, das muss ich jetzt aufnehmen. Also das muss ich mit euch let's playen, weil es ist nicht mehr wiederzuerkennen. Also wir sind jetzt wieder im aktuellen Kinderkapitel, im vierten. Und ja, die Szene zeige ich euch jetzt noch so. Einfach zugucken nur. Also ich freue mich regelrecht darüber jetzt, weil es sieht wirklich so aus, als wären wir eben jetzt auch mal die Geschichte des Kindes kennenlernen und nicht nur die der Frau. ETF. Das ist so böse. Nun gut. Probieren wir mal was anderes aus. Rennen wir dem Kind nicht nach. Boah. Nicht lustig. Autsch. Diese ganzen Puppenhäuser oder was das sein soll. Kleiner Irrgarten. Wieder passiert. Wir sind in einer Art Dauerschleife, bis wir den richtigen Weg laufen. Wow. Oh, Lea Sophia. So herrlich. Ja, und jetzt in dem Moment war mir einfach klar, das ist so ein großer Raum, das sind jetzt wirklich richtige Änderungen, nicht nur so ein kleiner Dialog oder sonst wie was. Da, aber jetzt muss ich einfach aufnehmen. Natürlich kann es sein, dass wir dann das ein oder andere sehen, was wir halt schon mal gesehen haben, bis zum vorletzten Kapitel, wo wir aufgehört haben. Aber das ist ja egal. Dann sehen wir es halt nochmal. Was soll's. Umso länger haben wir von diesem wunderschönen Spiel. ETF. Brainfuck.
das macht das Spiel ja so verdammt gut. Oh, herrlich. Man traut sich fast nicht, sich umzudrehen. Nichts passiert. Schaut euch das an. Da ist es, das Kind. Nachdem wir jetzt wissen, wie wir mit ihm umgegangen sind, muss man davon ausgehen, dass das Kind uns eventuell auch feindlich gesonnen ist. Das sieht so krank aus, alles. Ja, wir müssen hin. In dem Moment konnte ich mich nicht bewegen. Ja, da sind wir wieder erwacht. Mann, 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 was für ein Trip. Und ja, an der Stelle habe ich mir gesagt, so, und jetzt wird richtig aufgenommen. Freunde, das war eine kleine Zusammenfassung von dem, was ich bisher erspielt habe. Jetzt beginnt das Let's Play an genau dieser Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß. So, Freunde, jetzt sind wir richtig hier. Nichts mehr mit Nachsynchronisieren. Jetzt geht's los. Ja, was ich zuletzt erlebt habe, habe ich euch ja gezeigt. Ein paar Neuerungen. Und da jetzt immer mehr Neuerungen kommen, sind wir schon ein bisschen früher drin. Ich weiß, wir waren das letzte Mal im zweitletzten Kapitel, wenn man dem Schrank glauben darf. Aber egal, umso länger hat man von diesem wunderschönen Spiel. Es geht los. Mal gucken, jetzt, ne, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir werden jetzt natürlich Dinge sehen, die uns eventuell bekannt sind. Das kommt mir zumindest bekannt vor. Aber kann es sich ja trotzdem anders abspielen. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Aha. Ja, genau wegen sowas, ne? Das ist jetzt auch schon wieder neu gewesen. Ja, ich bin guter. Das ist eine gute Entscheidung, dass wir jetzt hier ab jetzt das Let's Play neu starten. Das kennen wir. Aber es ist so creepy. Aber jetzt, ne, durch die Anweisung, mal das richtig und so, kann man das fast noch ein bisschen besser verstehen. Diese Wut, die sich wahrscheinlich in dem Kind jetzt auch manifestiert hat. Hallo. Ich nichts machen kann, ne? Einfach nur angucken. Boah. Nix wie weg hier. Richtig gut, dieses Spiel. Da steht was. Ja, gib auf, wie immer. Die Texte haben es auch ein bisschen besser geschrieben, also die deutsche Übersetzung. Hier und da verbessert. Man kann übrigens immer noch nicht in den Keller. Ich hab's probiert. Ah ja, aber vielleicht kommt das ja noch. So, das kommt mir auch noch ein bisschen vertraut vor. Ach ja, das Kinderzimmer, nicht wahr? Oh Gott, ja. Ja, Mensch, das mache ich nochmal gerne. Also, das war schon damals so gut. Gehen wir mal wieder rein. Hallöle. Na, Pippi? Mensch, man möchte meinen, dass hier alles in Ordnung ist. Muss da dieser Springteufel nicht rauskommen? Da ist noch eine Zeichnung. Okay, passiert aber nichts. Gab es hier nicht einen Schlüssel? Ja. Nö, was ist das? Ach so, zum Aufziehen. Na gut. Zwar kein Schlüssel, aber... das brauchen wir, wenn der Spaß losgeht.
Okay. Der Kreisel war neu, oder? Oh, ist das gut. Was für ein Albtraum. Aber auch hier meine ich jetzt, dass die Musik besser klingt. Kleines Schätzchen, die Nacht ist kahl. Oh Gott. Sterne erlöschen, es dunkelt auf einmal. Mama kam des Abends und deckte dich zu. Nun ist sie nirgends, nicht finden kannst sie du. Wie ich einfach schon wieder eine Gänsehaut habe. Ja, ihr habt es gesehen, selbst die Dinge, die wir eigentlich kennen, die wurden einfach überarbeitet. Das war so in den ersten drei Kapiteln einfach nicht der Fall, aber jetzt hier, man hat so richtig, ja, ab dem vierten Kapitel war es einfach noch Beta, könnte man sagen, und das haben sie jetzt deutlich überarbeitet. Ich denke, so kann man das ausdrücken. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ja, da haben wir schon, ja, das, was wir brauchen, um das Kapitel zu beenden. Das war dann sehr cool. Ach, ist schön, ja. Das ist auch das Schöne, dass man das dann auch wieder stellenweise vergisst, was man hier alles Schönes erlebt hat. Aida daus. Oh ja, hier sieht's schön aus. Okay, war ein relativ kurzes Kapitel, dann eigentlich. Im Grunde habe ich es euch fast ganz gezeigt. Aber okay. Umso schneller kommen wir an die Stelle, wo wir aufgehört haben. Das müsste eigentlich jetzt soweit sein. Jetzt das Kapitel, oder? Hatten wir die auch noch auf? Ich glaube nicht. Okay, dann gleich mal weiter. Eigentlich ja schade, ne? Dass es dann eventuell bald durch ist, aber egal, genießen wir es in vollen Zügen. Ach ja, das kenne ich noch. Irgendwann erscheint, glaube ich... Scheiße. Das sind die Schritte der Alten. Okay. Achso, der Ventilator. Gut, wir nehmen einfach... Da ist die erste Tür. Alles klar, schauen wir erstmal hier rein. Geht gar nicht. Alles klar, dann versuchen wir hier mal reinzugehen. Geht auch nicht. Aber solange wir hier immer Änderungen haben, ist das ja alles in Ordnung. Geht auch nicht. Überall sind jetzt die Türen in der Mitte. Na, wer hat denn hier so durcheinander gemacht, hä? Huh? Dunkel. Wer hat das Licht ausgemacht? Na toll. Oh Gott, der Schatten. Ah, es ist wieder so ein Püppi auf dem Schaukelstuhl. Ich hoffe zumindest, dass es ein Püppi ist. Oh Gott, was ist da drin? Na dann. Super, ey, wie sie uns alle veräppeln, ne? Ey, lass das Licht an. Easy to forget, drunk. Im Delirium. Noch nicht. Ja, Uhr. Ich würde mal sagen, die Uhr ist defekt. Hier darf ich raus.
Restless Memories. Alles zerstört. So, immer wieder mal in die Dinger reingucken. Ich habe bestimmt hier das eine oder andere Dokument übersehen. Aber das ist ja nicht so schlimm, hoffe ich. Daran ändert sich ja nichts. Oh Gott, da ist sie. Bitte geh doch einfach weg. Ist das der Moment, wo sie mich packt? Ich glaube schon, ne? Na gut. Auf, Augen zu und durch. Oh, das ist so böse. Schön, dass Sterben in diesem Spiel einfach dazugehört, beziehungsweise bewusstlos sein. Es gibt ja kein Game Over in dem Sinne, zumindest bisher nicht. Gut. Ich glaube, die hat uns nicht mehr lieb. So. Ah! Hab dich genau gesehen. Ey. Das ist schon wieder neu, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ist da draußen jemand? Moment. Ja, auch diese Windgeräusche und so. Ich meine, die gab es früher noch nicht so in der Hinsicht. Ich finde das toll. So, es kann sein, dass das hier alles ein neuer Raum ist, ein neues Gebiet. Deswegen gucke ich nochmal ganz genau, aber nee. Und die unteren Schubladen kann ich wegen dem Stuhl nicht aufmachen. Okay. Na dann weiter. Okay, das war jetzt kein Problem mit dem Schlüssel. Ja, ja, Radi. Du mich auch. Mir glaubt ja niemand, dass ich Ratten hab, ne? Oh, wie bist du süß? Die Ratte muss da irgendetwas sehen, oder? Wenn sie sich so verhält. Das ist nicht gerade typisch für eine Ratte. Okay, Ratte, du hast nichts gesehen. Ja, sieht ein bisschen zerfallen aus hier. Ich würde hier nicht rumlaufen wollen. Ja, die Ratte. Ich muss kurz warten. Ne, im Schrank ist nichts. Was guckst du dir denn da an? Da ist doch gar nichts. Oh, Ratte. Ach, wieder so eine Schieberlichttür. Bin mir nicht sicher, das kommt mir echt neu vor jetzt. Diese Stelle. Ist schön eng, ey. Wer baut so ein Haus? Das hat doch nichts mehr mit dem Haus zu tun eigentlich. Naja, aber dass dieses Haus eigentlich mehr in seinem Kopf abfühlt. Das wahre Haus haben wir ja am Anfang, in den ersten zwei Parts gesehen. Alles andere ist ja jetzt nur noch ein Produkt seines kranken Geistes. Ja, nicht gut. Ratte, gehst mir auf den Keks, weißt du? Machst ja mein ganzes Haus kaputt. Schämst du dich nicht? Und vor allem, wo soll ich jetzt hin? Dog, Cat, Red. 1, 2, 3. Oh cool, das will ich spielen. Nein, braucht man nicht spielen. Eventuell, weil die blauen Zahlen führen zum Hund oder so. Ich guck mal. Ich mach mal bei der 7. Oh Mist, Ratte. Okay, probieren wir jetzt mit der 2. Yeah, wir sind beim Dog. Okay, ich hab gewonnen. Sonst was? Nö. Okay. Dann mal los. Mann, hier ist wieder alles anders. Oh. Oh. Ah. Cool. Ja, das ist ein neues Rätsel. Das ist nicht nur eine Spielerei. Also, ne, zum Hund muss man ja, nehme ich mal an, die 2 führt zum Hund. Dann machen wir es natürlich so rum. Wir sind ja clever, ne? 2, 5.
259, wenn wir denn wirklich zum Hund sollen. Vielleicht sollen wir auch zur Ratte. Aber beim Hund ist halt ein Bild. Deswegen denke ich, ist er der 259. Ich weiß aber auch nicht, in welcher Reihenfolge. Probieren wir einfach mal den Hund. 2. 5. Ja, hat geklappt. Sehr schön. Ja, vielleicht sollte ich den Schieberlich auch noch rüber machen. Sehr cool, ich liebe Rätsel. Okay. Was ist das? Ist das wieder Feuer? Feuer! Und so wird sich das Feuer verbreiten, wenn wir nicht aufpassen. Das Kind schon wieder. Was ich kann nämlich nicht ducken in dem Spiel, ne? Dann komme ich hier nicht durch. Okay. Wow. Was ist jetzt los? Meine Bilder. Okay. Ja, Onu, wir gehen zum weißen Licht. Das jetzt natürlich weg ist und wahrscheinlich geht die Tür nicht mehr auf. Oh, die Tür ist offen. Dann geht es hier wohl weiter. Alles klar. Sieht ja fast gerade sehr schön aus. So ein helles, angenehmes Licht. Oh, ein kleiner Panda-Bär und ein Brief, der bestimmt neu ist. Komm, den lesen wir noch. Ihr hattet ja eine... Wegen der Zusammenfassung macht man einen Tick länger. 19. Juli. Nach der Stille zu urteilen, die sich nun hier im Haus entfaltet hat, kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Zweifellos umgeben von leeren Flaschen und Fetzen zerrissener Leinwand, die inzwischen seine bevorzugten Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass es das letzte Mal gewesen ist. Ich bete inbrünstig, leidenschaftlich. O Herr im Himmel, mach, dass sein Kopf aufplatzen, all das Verdrottete ausläuft. Mach, dass er sich seine Handgelenke mit Glas aufschlitzt und die rote Galle ausfließen kann. Mach, dass er an seinem eigenen Erbrochenen stirbt, auf dass wir alle Frieden finden. Denn wenn du es nicht machst, werde ich eines Tages selbst den Mut dazu aufbringen, die Treppe herunterzugehen und sein Leben ein Ende zu setzen. Du, vor allen anderen, solltest wissen, dass es nicht ein Mangel an Willenskraft ist, der meine Hand zurückhält. Wow, 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 Amen. Das ist ja mal ein Gebet. Sehr krass. Ja, Freunde, also sorry nochmal, dass der Wiedereinstieg in Layers of Fear so anders war. Ich war nicht schuld. Ich hätte lieben gern meinen Spielstand wieder benutzt. Aber ja, wie gesagt, die ersten drei Kapitel haben wir uns echt sparen können, bis auf die paar Sachen, die ich eingespielt habe. Und ihr merkt es ja selbst, hier ab Kapitel 4 ist so viel Neues. Von daher freuen wir uns jetzt alle darauf, fast täglich. Hier geht's nun weiter mit Let's Play Layers of Fear.